Guten Tag, Adelhard. Herr Seehofer, Sie betonen immer, soziale Marktwirtschaft heißt für Sie, der Mensch steht im Mittelpunkt und nicht die Rendite. An Ihrem Flughafen hier in München werden beim Bodenpersonal Niedriglöhne gezahlt. Was ist daran sozial? Ja, das Bestreben muss immer sein, dass Menschen einen Lohn bekommen, von dem sie und ihre Familie leben können. Und dafür muss man immer wieder kämpfen. Das wissen wir seit 60 Jahren in Deutschland. Aber ich bin der Meinung, dass das nicht die Politik entscheiden sollte, sondern die Tarifpartner, die Gewerkschaften und die Arbeitgeber. Wir haben mit dieser Lohnfindung durch die Tarifpartner in Deutschland eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht. Dafür gibt es ja auch die Mittel des Arbeitskampfes, um für jede Branche und für jeden Betrieb eben die Dinge passgenau zu vereinbaren, die der Betrieb auch verkraftet. Also ja zu existenzsichernden Löhnen, aber auch ja zu den richtigen Partnern, die das aushandeln sollen, nämlich Gewerkschaften und Arbeitgeber. Aber als natürlich als Mehrheitsgesellschafter dieses Unternehmens haben Sie ja Einfluss und könnten da ein bisschen drauf drängen, wie die Arbeitsbedingungen sind. Derzeit ist es so, dass immer mehr Leiharbeiter und immer mehr Niedriglöhne in diesem Bereich bezahlt werden. Das ist doch nicht die soziale Marktwirtschaft à la Horst Seehofer. Ja gut, wir sind ja nicht der einzige Gesellschafter. Natürlich muss unser Finanzminister als Vertreter des Freistaats Bayern auch schauen, dass der ganze Betrieb ohne staatliche Zuschüsse läuft, aber die Landeshauptstadt München ist auch Gesellschafter. Aber Sie sind der Größte, Sie geben das Geld und Sie können dann schon ein bisschen Einfluss nehmen, oder? Ja, wissen Sie, ich will das unserem Finanzminister überlassen, nicht aus Feigheit, sondern weil ich Grundprinzipien habe. Wenn zum Beispiel im öffentlichen Dienst verhandelt wird, der Tarif für die Beschäftigten in meiner Staatskanzlei in einem Ministerium, dann mische ich mich in diese Verhandlungen, die der Finanzminister für uns führt, nicht ein. Das ist eine Sache, die dann der Finanzminister verantwortlich macht, weil dann müsste ich mich in jede Tarifauseinandersetzung als Ministerpräsident einmischen. Im Moment geht es ja nicht um die Tarifauseinandersetzung, sondern um die Tatsache, dass der Flughafen ja glänzend dasteht. 40 Millionen Gewinn im letzten Geschäftsjahr, das ist eine ganze Menge. Sollte man da nicht die teilhaben lassen, die den Gewinn auch erwirtschaftet haben? Ja, prinzipiell ja, aber die konkrete Ausgestaltung, sage ich nochmal, ist wie bei jeder Tarifauseinandersetzung, auch wenn sie den Staat betrifft, immer den Tarifpartnern zu überlassen. Ich müsste mich morgen einsetzen für die Trambahnschaffner, übermorgen für die Zugschaffner, dann für die Beamten in der Staatskanzlei. Ich wäre dann immer, ne, der Staat ist insgesamt ein Unternehmen, wenn Sie an die Mitarbeiter denken. Wir haben auch Universitätskliniker und. Und da gilt ein Prinzip, die Tarifverhandlungen und die Arbeitsbedingungen handeln die Gewerkschaften mit den dafür Zuständigen aus. Ansonsten müsste ich jeden Tag Tarifverhandlungen führen, weil irgendwo finden sie immer statt. Aber meine Frage ging jetzt gar nicht auf die Tarifverhandlungen, sondern die Tatsache, dass da auch eine Billigtochter gegründet ist, die zu 50% mit Leiharbeitern arbeitet, die Niedriglöhne zahlt, eben weit unter Tarif. Und das alles unter dem Schutzschirm des Mehrheitsgesellschafters Freistaat und Ihnen, der Sie sich für soziale Marktwirtschaft einsetzen. Ja, ich bin sehr für soziale Marktwirtschaft. Ich nehme das jetzt mit, dass Sie das nicht nur als Randproblem sehen, sondern als zentrales Problem, dass das sehr viele betroffen ist und werde mich mit dem Finanzminister darüber unterhalten. Aber ich mache jetzt nicht aus der Ferne eine Diagnose und eine Zusage. Aber heißt es auch, dass letztendlich auch da der Wettbewerb einfach gilt? Und nach Wettbewerbskriterien ist es halt manchmal sinnvoll, Niedriglöhne und Leiharbeiter einzustellen. Wettbewerb ist ja in Ordnung, aber auch Wettbewerb muss nach fairen Regeln stattfinden. Und darum geht es. Und ob da sind die Billiglöhne fair? Ob die fairen Regeln hier eingehalten sind, nehme ich unser Interview zum Anlass, um mit dem Finanzminister zu reden. Wann darf ich denn da mal nachfragen? Ja, ich denke, wenn eine Woche vergangen ist, dann kommen Sie wieder über meine Presseabteilung auf mich zu. Wunderbar, vielen Dank. Und Sie erinnern mich bitte. Okay?